Grüß Gott. Hallo. Sie haben mir was Prachtvolles mitgebracht. Erzählen Sie mal darüber. Die Uhr habe ich erst seit einem halben Jahr. Ich habe sie übers Internet mir besorgt. Und sie hat mir sehr gut gefallen gleich. Sie ist halt sehr prachtvoll, sehr Louis-Seize, sag ich mal. Ja. Und ja, dann habe ich sie gekauft und seitdem erfreue ich mich dran. Sie haben sie als Louis-Seize-Uhr gekauft? Nein, ich habe sie im Stil Louis-Seize gekauft. Ah, also ja. Ich wusste, dass das keine echte Louis-Seize ist. Was haben Sie dafür bezahlt? Ich habe mit Transport und allem 750 für alles bezahlt. Ein sehr guter Preis. Jetzt wollen wir uns die mal anschauen. Es ist ja nicht nur eine Uhr, es ist eine Uhrengarnitur. Und zwar ist es meiner Ansicht nach, von dem, was ich so im Gedächtnis noch habe, nicht eine Mariage verschiedener Louis-Seize-Uhren zu einer neuen, sondern es ist richtig eine Kopie eines Originals aus der Zeit um 1775 bis 1780. Die Uhr selber steht auf gequetschten Ballenfüßen, hat diesen wunderbaren gelblichen Marmor. Das ist ein griechischer. Und hier sind eingesetzte Bronzen. Dann haben wir diesen Perlstab, die Säulen mit den dazwischen aufgehängten Girlanden. Oben wieder den Perlstab, kleine Pürs. Dann das runde Werk mit Blumenfüllhörnern an beiden Seiten und Blumen, die herunterhängen. Also alles das, was den Stil Louis-Seize ausgemacht hat. Das Heitere, das Fröhliche, das dem Diesseits zugewendete. Die dazu genau passenden Leuchter sind aus dem gleichen Marmor gearbeitet. Sie haben das, was man Stil Etrusk nennt, im 18. Jahrhundert, also was sich an den Ausgrabungen in Herculaneum und Pompeji orientiert. Diese eingerollten Ranken mit den Rosetten, dann die kleinen Adlerköpfchen, die wunderbaren vasenähnlichen Tüllen. Also hier wurde auch bis ins Einzelne von der handwerklichen Qualität das 18. Jahrhundert imitiert. Wenn das Zifferblatt nicht diese Rosenkränzchen hier hätte, könnte man, wenn man ein bisschen weg wäre, eigentlich nicht sagen, ob das jetzt 18. oder 19. Jahrhundert ist. Auf den ersten Blick erkennt man es nicht. Ja. Mhm. Also da auch die Qualität. Ja. Wir haben also aus der Zeit definitiv Uhren mit wesentlich schlechterer Vergoldung, die teilweise gar nicht mehr richtig vergoldet sind, die also angemalt sind mit Bronzefarbe. Und da hat sich jemand, der das nachempfinden wollte, richtig Mühe gegeben, hat gesagt, ich möchte mal wieder eine richtig schöne, ordentliche Uhr bauen. Auch diese Girlanden, diese Email, das nennt sich à la Dauphin. Und ist also wirklich schön ausgearbeitet. Wir sehen jetzt hier auf dem Zifferblatt eine Signatur, die nennt sich L. Le Roi Essy. Und hier unten steht, ich glaube, das heißt Paris. In der 7 Boulevard de la Madeleine, wenn ich das richtig erkenne. Le Roi ist ein Name, der sich immer wieder in der Uhrmacherei findet. Und zwar schon seit 1720 und früher. Und ganz berühmt ist auch. Ja, genau. Er hat also wirklich tolle Uhren gebaut. Und jetzt weiß man natürlich nicht, ist das die Firma, die daraus entstanden ist, oder ist es ein Spross von Le Roi, der eben da weitergeführt hat, ein Urenkel oder irgendjemand anderes aus der Familie. Jetzt würde ich trotzdem gerne mal hinten reinschauen, weil ich finde immer, man kann auch anhand des Uhrwerks, weil der ja auch technische Innovationen waren im Laufe der Zeit, immer erkennen, ist da jetzt was Altes drin, ist was Neues drin, wie neu ist denn das Ganze? Schon an der Harke, in dieser Aufhängung sieht man, dass es eine modernere Und zwar hat man Folgendes auf sich. Sie sehen hier hinten ein sehr hohes Gewicht an dem Pendel dran. Die Uhren früher waren leichter, waren mit einem Faden aufgehängt. Und das ist ein ganz klassisches Pendel für eine sogenannte Pendelfeder. Die Pendelfeder hat es ermöglicht, ein schwereres Pendel anzuhängen. Und dadurch ist das Pendel unempfindlicher gewesen gegen Einflüsse wie Luftzug. Wenn einer vorbeiläuft, dass es schwingen anfängt und solche Dinge. Und hat einen besseren sogenannten Isochromismus ermöglicht. Aber man braucht eine entsprechende Aufhängung. Und die Hemmungen wurden auch anders gearbeitet. Und wenn man jetzt
genau hinschaut, dann sieht man hier auch ein sehr schönes französisches Uhrwerk. Es ist auch wieder graviert. Es steht hier auch wieder unten drauf, Le Roi à Paris. Ist eigentlich auch für ein Jahrhundert davor sehr unüblich gewesen, dass man das schwarz unterlegt hat. Es ist so eine Nummer eingegeben, 18975. Es ist wahrscheinlich eine Seriennummer. Also, und hier oben sieht man etwas sehr Charakteristisches, wo man einfach sofort sieht, das Werk muss nach 1850 gebaut sein. Und zwar ist es eine Reguliereinrichtung, die damals ein bekannter Uhrmacher eigentlich erfunden hat, Brockot hieß der. Und die ermöglicht auch vorne über eine kleine Welle die Feinregulierung der Uhr. Weil wenn Sie hier genau hinschauen, dann können Sie da überhaupt nichts verstellen. Ja, und die Pendellänge, die muss einfach verändert werden, wenn ich die Uhr regulieren möchte. Es ist ein wunderschönes Stück. Wie gesagt, aus der Zeit sehr selten, dass die wirklich so gut ausgearbeitet sind. Interessant ist noch, dass hier die Vergoldung jetzt keine Feuervergoldung mehr ist. Das ist eine galvanische Vergoldung. Das sieht man hier bei dem Leuchter. Hier nutzt es sich ab. Eine Feuervergoldung nutzt sich nicht in dieser Weise ab. Die Feuervergoldung war viel zu giftig, als dass man die im 19. Jahrhundert noch weiter betrieben hatte. Vom Preis muss ich Ihnen sagen, mit Ihren 750 Euro, glaube ich, haben Sie gesagt, da haben Sie wirklich einen guten Kauf gemacht. Ich denke, dass man da sicher das Doppelte rechnen kann, wenn man das irgendwo im Fachhandel sucht. Gratuliere sehr. Jetzt eins noch, wo steht die jetzt? Die steht auf einem Marmor, auf einer Marmorfensterbank, die ziemlich breit ist, sodass sie halt drauf passt. Nicht so furchtbar günstig. Von unten kommt die Heizung und von hinten kommt die Sonne. Also das halte ich auf die Dauer nicht für so toll. Ich lasse immer den Rollladen runter für die Morgensonne. Sitze immer im Dunkeln und wenn die Uhr schlägt, wissen Sie, wie spät es ist. Super, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen. Wiedersehen.